Herzlich willkommen zur Pfalz Entkorkt im Köln-Ehrenfelder Habitat für Küchentische und Chardonnay. Chardonnay ist neben Riesling die größte Rebsorte, die in Deutschland im Vergleich eine relativ bescheidene Rebfläche einnimmt. 2222 Hektar, gesamtdeutsch gesehen knapp 2%. Die Pfalz am zweiten Platz mit 785 Hektar. Chardonnay selber in Deutschland erst seit 1991 zugelassen. Es ist trockene Luft hier, also schenken wir ein. Wir fangen an, 2019, ein Chardonnay Spätlese trocken. Wir sind in Groß-Karlbach im Weingut Krück. Im Weingut Krück hat Carmen Krück das Weingut vor ein paar Jahren übernommen. Die Karriere ist allerdings nicht geradlinig verlaufen, denn obwohl es hier ein Familienbetrieb ist, ist sie eine Quereinsteigerin, die vorher aus der Modebranche kam. Super saftig, fruchtbetont, gelbes Steinobst, ein bisschen Pfirsich, weißer Pfirsich, bisschen grüne Banane. Der komplette Fruchtkanon breit aufgefächert. Genau das, was man für eine Einstiegsqualität Chardonnay erwartet. Doch was gibt's dazu zu essen? Königsberger Klopse als Stulle. Schönes Sauerteigbrot, Kalbstartar, rote Beete gewürfelt, obendrauf Gremolata von Kapern und Zitronenzesten mit ein bisschen Mayo für die Cremigkeit. Feine Angelegenheit. Von Groß-Karlbach in die südliche Pfalz nach Rot zum Weingut Häusler. Der Jürgen Häusler ist seines Zeichens nicht nur Winzer, sondern er macht auch in Schnaps und in Töchtern. Nina und Michael probieren sich aber schon aus mit ihren eigenen Weinen, ihrer eigenen Federführung. Nina hat es selber als einen etwas antiautoritäreren Stil bezeichnet. Ist es ein Punk? Ja, also Chardonnay ist ja schon auch filigran, ne? Aber unter den filigranen Chardonnay ist eher in diese Ecke einzuordnen. Der Chardonnay vom Roter Klosterpfad ist gepflanzt 92. Über 20 Jahre alt. Und das ist natürlich ein Alter, wo es bei den Reben spannend wird. Hier ein Wein, wo es weniger um Frucht geht, sondern mehr um Strukturen. Chardonnay selber, wenn man sie nicht zu reif liest, die sehr, sehr, sehr schöne, präzise Säure hat. Der Wein selber macht die Gärung ganz ohne Einflüsse eben schon im Fass, ja, unbedingt, aber halt sehr dezent. Also das, finde ich, ist halt die große Kunst. Das verleiht ihm diesen cremigen Schmelz am Gaumen und diesen leichten burgundischen Touch. Wer gut trinkt, muss auch gut essen. Vegetarisch gibt es nur eine Lösung. Pastinaken aus dem Ofen mit sizilianischen Zitronen, Salzbutter und Passepierre-Alge. Von Rot geht's 15 Kilometer weiter nach Ilbesheim an die kleine Kalmit zu Sven Leiner vom Weingut Jürgen Leiner. Chardonnay Tonmassiv. Mit dem Jahrgang 2018 hat Sven Leiner umgestellt und produziert nur mehr Landwein. Warum? Als Landweinwinzer bin ich freier zu tun, was ich möchte, wenn ich alternative Weinstilistik verfolge. Sven Leiner selber ist Mitglied im Demeter-Verband. Das heißt, wir haben hier biodynamischen Weinbau. Der Landwein hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist natürlich, dass dieser Wein nicht mehr vertrieben werden darf unter seinem vormaligen Namen Hagedorn oder Hardorne, was ein Gewannenname an der kleinen Kalmit ist. Mittlerweile eine Großgewächslage in der südlichen Pfalz. Das fällt aber weg, wenn man Landwein macht. Das heißt, wir haben das Tonmassiv. Am Gaumen ist er wie in der Nase auch ein Wein, der hier nicht nach primärer Frucht sucht, sondern ein eher ruhiger Vertreter. Am Gaumen sehr cremig, mit einer schönen Schmelzigkeit. Und trotzdem hat er diese wunderbare, klare, fein ziselierte Säure. Und wer viel trinkt, der muss auch viel essen. Tipptopp Chardonnay zur chinesisch gedämpften Forelle mit Ingwer und Frühlauch.